Irgendwie erinnerst du mich an meine Enkel. Nummer 3. Tja, das nenne ich als Kompliment, nehme ich als Kompliment. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Im Singleplayer. Und bevor ich hier weitermache, möchte ich sagen, schaut doch mal beim Online-Player-Modus vorbei. Den ich bislang jetzt immer noch nicht aufgenommen habe, sagen wir es so. Da ich immer noch heiß am Singleplayer-Suchten bin. Das heißt, ich bin noch in der gleichen Session wie seit der ersten Folge. Aber ich möchte es schon mal sagen, denn hier werde ich sicher einiges Spaß haben im Online-Modus. Wir sind jetzt aber hier oben. Boss 1. Oktopressor macht Druck. Da haben wir auch so eine Karte. Und drum lassen wir uns nicht aufhalten und gehen sofort da rein. Oktopressor, wir sind wieder grün. Okay. Alles klar, los geht's. Oh. Also man sieht hier die Arenen, den Arenenkampf. Okay. Da ist unser Elektro-Wels. Okay, den kennt man aus. Den kennen wir wohl aus. Dem Trailer. Okay. Dann weiß ich schon mal, wie das Ganze hier funktioniert. Das ist sogar ganz einfach. Man muss einfach seine Schwachstelle kennen. Und das war seine Schwachstelle. Aber der verliert wohl Teile. Man kann nicht mehr so einfach da hoch. Ja. Da merkt man es schon, wie nicht einfach das ist. Schnell, schnell, schnell. Und wir haben's. Perfekt. Nummer 2. Das müssten ja 3 sein, wenn man immer an diese Nintendo. An Nintendo denkt. Oh je. Ja. So wie es aussieht, sind es 3, weil sonst geht da nichts mehr. Jetzt ist es aber auch wirklich schwer, da hochzukommen. Zum Glück behält er die Farbe, sonst hätte ich echt ein Problem. Ja, wenigstens schon mal eintilten. Das ist das Wichtigste. Na, was ist? Ach, hat er mich weggeschmissen. Ach, schmeiß mich doch nicht so schnell weg, Mann. Also, wenn du mich fragst, war das einfach etwas arg viel. Nee. So einfach ist das nicht. Nehmen wir hier ein bisschen seine Farbe loswerden. Ach, also so weit, so gut. Es gibt schon mal keinen. Oh, hat er uns voll erwischt. Voll erwischt. Aber wir haben ja noch 2 Leben, das heißt, wir müssen es doch einfach nur da hochschaffen. Wir haben doch den schon getintet, oder nicht? Nee, zählt nicht. Oh! Naja, ich muss X gedrückt halten, verdammt. Das vergiss ich total. Ach! Aber ein bisschen getroffen habe ich mit Sicherheit.
Auch die Seite ist eingetintet. Ja, komm! Haben wir's. Oder? Oder gibt's immer noch eine Runde? Nee. Sieht so aus, als wär's vorbei. Und was gibt's? Eine brandneue Explosion in Grün. Haben wir ihn so voll mit Grün gepumpt, dass er nur noch Grün spritzt. So. Und es gibt zur Belohnung auch noch ein Kärtchen. Das wird einem sozusagen hinterher geschenkt. Und Ende. Das war der Bossfight, der noch nicht mal so lang ging. Boss 1. Erschreckend, dass sie die Octobots auf ihrer Seite haben. Aber sei es drum. Gute Arbeit, Nummer 3. Nicht nachlassen, der Weg zum Riesen-Elektrowels ist noch lang. Das wissen wir durch diese Schriften. Okay. Das zählt sogar noch nicht mal zu der Liste. Das heißt, es gibt 27 Level. Oh mein Gott, das kann ja ewig lang werden. Anti-Octo-Prototypen. Erfinder Artilla Artii von Schützhausen. Kalmarsenal Bujabasa Inkopolis. Anti-Octo-Prototypen. Okay. Alles klar. Damit kriegen wir Strom anscheinend genug, um das nächste laufen zu lassen. Okay. Das Zonentor ist auf. Auf geht's zum nächsten Gebiet. Ei. Okay. Oh, das ist eine ganz. Es wird schon interessant. Die nächste Zone ist wirklich gut. Sieht schon mal schön aus. Gespeichert. Und das sieht auch schon mal wie eine Arena aus. Jetzt bin ich nur mal der Überlegung. Was gibt's denn hier alles? Kann ja nicht sein, dass es keinen Grund hat, dass das so ist. Ah, da oben ist nämlich schon eins. Das ist Nummer 7. Wir brauchen aber Nummer 4. Okay, hier heißt es wohl suchen. Nicht mehr so einfach wie vorher. Einfach mal alles nach der Reihe abspritzen, sozusagen. Abspritzen, also. Das kann schon wirklich falsch verstanden werden. Oh, da oben ist der Bossfight in dem Fall. Zu wissen, da hinten kann auch noch was sein. Dass die Stromkabel immer frei von allen sind. Naja, hier geht es auf jeden Fall dann nachher weiter. Wo ist denn aber das, was ich frage? So, hier haben wir den nächsten. Das ist Nummer 4. Es gibt insgesamt 5 Welten, wenn ich das so auf der Karte erkenne. Elektrowälze gibt es nämlich hier 6 sogar. Das heißt, ich suche jetzt erstmal die ganzen 6 Stück. Jetzt haben wir erst 2, bevor es hier überhaupt weitergeht. Damit wir auch schon mal wissen, wo wir das nächste Mal hin müssen. Das ist schon mal ein bisschen anspruchsvollerer Parcours, würde ich mal sagen. Geh doch mal da hoch. Nö, so anspruchsvoll ist der gar nicht.
Trick ist immer, dass ich eigentlich die Wand ziemlich gut nach oben schwimmen kann. So. Da geht es aber auch zwei Richtungen. Die eine ist auf jeden Fall schwieriger. Aber wenn wir alle freigeschaltet haben, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir suchen müssen. Also einmal und zweimal und wir sind raus. Okay. Das ist Nummer 9. Unbekanntes Flugobjekt. Okay. So, nach oben. Also, so ein bisschen nebenher noch ein bisschen zu sagen, wie das Spiel eigentlich ist. Ich habe es jetzt wirklich, spiele es gerne. Sehr gerne. Mal wirklich was anderes als der Mainstream-Kram. Und das ist Mission 8. Octoling, Hinterhalt in der Tümmlerkuppel, meine Güte. Kann ich da nicht hochklettern? Ja, so teilweise. Und flieg runter. Aber es ändert nichts, weil ich kein Leben hier verlieren kann. So, dementsprechend müsste da hinten auch eine sein. Die ist doch ziemlich einfach. Da war ich ja schon halb oben. Von der Tinte verweht. So, da haben wir noch genau einen, der hier sein muss. Wenn ich mich nicht ganz enttäusche. Aber wo? Wo soll sich der verstecken? Hm. Nee, das ist just Spawnpunkt. Irgendwo da drüben. Also hier geht's weiter, dann müsste es irgendwo da sein. Ich habe leider keine Ahnung. Was bedeutet? Wir machen weiter. Da, wo es weitergeht. In der nächsten Folge. Genau. Wir überspringen jetzt das Ganze hier. Wir haben jetzt hier uns schon mal umgeguckt und das meiste unlocked. Und jetzt gehe ich aber nochmal zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Und dann können wir sagen, auf Wiedersehen, oder? So, das war doch Nummer... What? Nein! Das ist das Problem, wenn es ZL ist. Mission abbrechen. Da wollte ich nie rein, du. Heieiei. So, da hinten ist, da muss es doch sein. Jetzt sind wir plötzlich gelb, weil wir vorher gelb waren. Wie habe ich mich denn da drauf gelegt? Das war Nummer 4. Hier auf der schönen Aussichtsplattform geht es in der nächsten Folge weiter. Und ja, freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und es war jetzt eine etwas kürzere Folge, aber die Missionen gehen halt dementsprechend lang und viele Let's Player machen ganz gerne mal unter 20 Minuten und ich versuche meistens immer die 20 Minuten zu halten, aber letzten Endes ist es für mich eigentlich auch sehr viel Arbeit, wenn ich das immer länger mache und für euch kommen die Folgen nicht dementsprechend pünktlich. Deswegen freut euch auf die nächste Folge mit Tinten Fontaine Parkour Level 4. Bis zum nächsten Mal. Ciao.